Wir nehmen seit 7 Minuten auf und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und ich habe Gänsehaut. Hey ihr Titten und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsformat Drink 'em All auf YouTube, Rotten 90s wie und sowas. Ne? Abonniert den ganzen Scheiß, denn wir haben mega viel Material und irgendwie muss das langsam raus, aber ich habe echt... Das ist so scheiße, das zu schneiden. Das dauert halt so ewig. Jeder von euch kennt diese Adventskalender. Dementsprechend kommt dieser Adventskalender auch schon mal direkt weg. Genau. Wir haben nicht was viel Besseres. Ja, gut gemacht. Wir haben uns einen richtigen Adventskalender geholt. Ich hab Angst. Ich hab so Angst. Ein Spirituosen-Adventskalender. Ich bereue es jetzt schon. Wir hätten doch den Bier-Adventskalender holen sollen. Fuck. Alles im Ehren-Packaging. Aufpassen, dass es nicht unten rauskommt. Ja. Wollen wir mit 1 anfangen eigentlich? Ja, 1 und 2 will ich. Also 2 ist hier oben. Aua. Nimmst du den? Nein, warum? Was ist das? Ich seh nur das Etikett. Da steht nur Rauch, Rach-Distillerie. Mehr steht da nicht. Na, mehr gut, seh ich nicht. Das ist ja da. Ich krieg das nicht auf. Alter, was ist das? Da steht gar nichts drauf. Da steht nichts drauf. Ich nehm den da. Okay. Scheiße! Gin! Oh, ich habe Williams Crisp-Birne. Crisp-Birne. Ah, dann ist das ein Obstler wahrscheinlich. Ja, 40%. Oh, wir werden so Hacke sein. 44%, Sieg nach Punkten. Herzlichen Glückwunsch, wäre ich nicht so stolz drauf gerade. Ja, der ist echt lila. Ja. Warum ist der lila? Es gibt lila Gin. Das ist doch mega dumm. Steht auch drauf, wie viel man muss. 34, man muss sich klopfen. 18. Ja, Prost, wa? Ja. Ich spreche richtig scheiße, aber ich bin jetzt schon durch damit. Den nächsten kriegst du. Woohoo! Jetzt freu dich mal auf den Gin, Alter. Nein. Du ja auch nicht. Nein, da sind welche umgekippt drin, weil du es geschüttelt hast. Ich auch nicht. Da sind aber auch viele drin umgekippt. Ja, hey. Schön. Und das wäre echt lustig, wenn du jetzt den Gin gekriegt hättest, weil ich habe das, was du vorher auch hattest. Williams Christ Birne. Ich habe Kräutersepp. What? Jägermeister Billo. Was für ein Seppel? King of Minis. Greifs King of Minis. 16. Inzwischen. Siebenunddreißig. Hast du es mitgezählt? Ja. Riech mal dran. Versuche ich ihn? Das schmeckt aber bei weitem nicht so gut wie Jägermeister. Wir nehmen seit 7 Minuten auf und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und ich habe Gänsehaut. Oh, ich will nicht weitermachen. Wodka. Das ist schierer Wodka. Warum tut man sowas in den scheiß Adventskalender? Ich habe Haselnuss. Glückwunsch! Ich habe ein bisschen Angst. Vielleicht machen wir lieber nur die Hälfte von dem Adventskalender oder so. Oh mein Gott. Wir brauchen noch irgendwas richtig krasses zu essen. Oh, scheiße. Mann, du hast noch Gyros. Ich habe noch Gyros. Und wir haben Pizza. Und wir haben Pizza. Leute, Ansage. Wir wollen heute noch irgendwo hin und nicht kotzen. Also, zweiten Teil seht ihr irgendwann später. Ich hätte echt ein bisschen, als ich den gesehen habe, dachte ich, ja, okay, so ein paar Likörchen trinken und sowas. Ja, ich aber dachte, das ist ja reinster Schnaps, das hat 40%. Ich dachte, das wäre so ein Ding, so klopfermäßig. Ja. Ich dachte, das wäre so Klopfer oder halt dieses Party-Mix-Gedöns-Zeugs. Aber dass das halt wirklich alles, das hat alles mindestens 30 und maximal 45 Umdrehungen. Und wir merken Alkohol jetzt schon. Und wir trinken es vor allem auch alles durcheinander. Wir werden nachher so tot sein. Wir können natürlich aus allem Mische machen und schmeißen einfach überall Ginger hier rein. Das können wir auch machen, ja. Machen wir jetzt. Probier ja, das mal. Das ist Wodka, das kann man sowieso mit allem trinken. Ich wollte gerade sagen, wir holen einfach mal Ginger Ale und Cola oder so. Ja. Und ich habe noch theoretisch eine Mate.
Ich hab Angst. Ich will das nicht. Oh Gott. Oh. Ich weine gleich. So, Freunde des völlig normalen Wahnsinns oder wie man das nennt. Wir machen das jetzt ein bisschen unterschiedlich. Entweder teilen wir uns ein oder, wie ich das mit dem mache, weil da Wodka drin ist, trinke ich das mit irgendwas. Seawolf Spirit Wodka. 100% reiner Genuss. Das glaubt mit Schmähl, Alter. Haselnuss Spirituose. Stimmt bei dir nicht mehr, doch? Nee. Ah. Ich hab's mehr erwartet. Wieso ist doch nur 0-2? Ne, 0-0-2 ist ja nicht mal 0-2. Das kommt drauf an, in was du es angeben willst, ja. Scheiß Umwelttechniker. Ein bisschen mehr kannst du schon reinmachen, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Wodka-Cola getrunken habe. Alter. Wir haben leider keinen Orangensaft. Ja, ey, das riecht jetzt weder nach Cola noch nach Wodka. Ja, dann trinkst du doch jetzt einfach. Ja, das schmeckt nach Cola. Aber das ist das Ding mit Wodka, glaube ich. Ja. Ach ja, ich hab's schon. Oh. Ja, das ist ein Arme, du schaffst. Ah, wir können King's Cup spielen, aber ich würde sagen, okay. Eislabor. Umrühren. Das wird super. Das wird Nutella-Cola. Was war übrigens, ach ja. Oh, das ist ja mega penetrant. Ich weiß, ich hab meine Hälfte gerade schon gesoffen. Ja, aber das Wodka drin, das riecht nach Haselnuss. Das war übrigens, der Haselnuss-Dingsmus war übrigens in der 6 drin. Happy Nikolaus und so. Schmeckt ein bisschen nach Nussbli. Altfränklicher, der fröhliche Tropfen Kräuterlikör und Williams Chris. Noch ein Obstler, woo! Kann man Obst mit irgendwas mischen? Bestimmt. Schmeckt Obst mit irgendwas gemischt? Keine Ahnung, wieso. Was ist das hier? Altfränkischer Kräuterlikör, den kann man mit nichts mischen. Ja, aber Kräuterlikör kriegen wir auch am ehesten noch so runter. Ja, das stimmt natürlich. 36%, der hat glaube ich mehr als Jägermeister. Kann er lang gehen? Jägermeister hat 38%. Was? Jägermeister hat 38%, glaube ich. Ah. Glaube ich. Keine Ahnung. Wenn es jemand besser weiß, schreibt es in die Kommentare. Alter, ich mische gerade Obstler mit Tonic Water. Uff. Dr. Rauch. Also, dazu muss ich sagen, ich mag kein Tonic Water. Und kein Obstler. Oh, nö, das geht. Riecht scheiße, aber schmeckt gut. Ja, so ein bisschen wie mein Nussblie-Drink. Ja, aber das schmeckt ja, also, riech mal dran. Ja. Naja, riecht kacke. Aber ich bin so froh, dass der drunter immer ein Strich ist, weil sonst, ist das, soll ich jetzt 8-mal klopfen oder 80-mal klopfen? 4, 5, 6, 7. Das ist so ein Unterberg oder so ein Bohnenkampf. Ja, hab ich schon gedacht. Los, trink die Hälfte, weg, ich will die andere Hälfte. Hör auf, darüber zu reden. Jetzt habe ich auch Gänsehaut. Ja, oh, der war richtig eklig. Der schmeckt im Abgang, also wenn man so dann wieder ausatmet. Wenn man so wieder ausatmet, schmeckt der dann irgendwie nach Hundescheiße oder sowas. Keine Ahnung. I got so many questions! Ich habe gleich irgendwas zu essen bestellen. Kräuterlikör. Diesmal Augustiner. Angas Augustiner Tropfen, Kräuterlikör und Marillenbrand, wieder ein Obstler. Why are we still here? Just to suffer. Wieso kriegst du einen Obstler? Ich hab meinen Obstler schon. Und den hier teilen wir nicht. Wehe, du machst den Tisch kaputt. Jetzt irgendwas ist, ne? Da sind so viele umgekippt drin. Oh, der riecht schon. So. Der riecht fruchtig und scheiße. Das ist mehr so ein Erdbeer in so einem Hundescheiß. Ich krieg schon beim Riechen Gänsehaut.
Und ich merke langsam richtig, wie der Alkohol kickt. Oh, Mama. Wir müssen gleich unbedingt was essen. Oh, das geht voll in meine Richtung. Oh. Ich hab echt, nee, das ist, man sträubt sich so sehr davor, den Scheiß zu trinken. Wir drücken uns die ganze Zeit schon davor. Du musst das ja nicht gleich exen. Oh, stimmt, so stimmt. Das kann ich. Das kommt niemand hin. Like für diese Reaktion. Bitteschön. Oh, ich hab so keinen Bock mehr. Ja, los, hau den weg da. Leute, kauft diesen Adventskalender. Nicht. Wenn ihr wollt, dass Leute auf euch keinen Bock mehr haben. Ja. Dann schenkt oder, wenn ihr, irgendwie richtig Bock habt, irgendwie in einen reinzuwirken. Oder ja. Es sei denn, ihr seid so beknackt und mögt Obstler. Ja, oder sehr schlechten Kräuterlikör. Also eigentlich gibt es nur Jägermeister und alles Kein andere Wunder, ist Müll. Kein Wunder, dass der günstiger als der Bier-Adventskalender war. Ja. Das ist, wunderbar, langsam nicht. Das ist entweder das Resteverwertung oder sie haben einfach so den Alkoholabscheider von der Distillerie angezapft. Oh, warte, hier, guck mal, können noch was rausholen. Altbayerischer Bierlikör. Das ist meiner. Nix da, den teilen wir uns. Himbeergeist. Das ist ein Bierlikör aus Bayern. Ich habe große Erwartungen. Vor allem das mit Bier zu tun. Das Sommer mir. Ich will nicht weiter trinken. Wie viel hast du denn? 39. Ich habe 9. Aber ich habe auch ein bisschen Angst jetzt halt einfach. Das riecht ein bisschen nach Teppichkleber. Woher weißt du, wie Teppichkleber riecht? Durch Teppich schon mal geklebt habe. Du hast schon mal Teppich geklebt? Ja, riech mal. Ich hab keine. Ja, aber riecht trotzdem irgendwie nach Kleber. Ja, riecht nach Brettstift. Ja. Oh ja, das riecht richtig nach Brettstift. Ich glaube, das schmeckt auch nach Teppichkleber. Schreibt mir in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kurze innerhalb von 29 Minuten und 7 Sekunden getrunken habt. Mein Körper sträubt sich gerade gegen alles. Das war eine ganz beschissene Idee. Ja. Leute, wir machen sowas nie wieder. Wir trinken einfach nur Bier. Wir bleiben bei Biertasting. Das ist ein Bierformat. Das ist kein Schnapsformat. Ja, nee. Sie sahen etwas, was sie so in diesen Formaten nie wieder sehen werden. Ein Spirituosen... Wie heißt das Ding? Adventskalender ist scheiße. Ich will nicht mehr. Ich komme nicht klar. So Leute, das war's mit dem Format und keine Sorge, das nächste Mal gibt's wieder Bier. Es tut uns leid. Erwartet keinen Schnaps. Nee. Schenkt das nur wirklich Leuten, die ihr hasst. Tschüss.